Best of Fränkel frottelt. Aber Leute, wir haben wirklich noch 3 Stunden, bis das überhaupt losgehen soll. Und hier ist rappelvoll. Ist das ein Wahnsinn. In Kiel selbst, da geht's nur so Daumenkino-mäßig durch. Ab und zu sieht man auch mal so einen Truck durch die Gegend fliegen. Sieht also sehr ökig aus. Es geht los und ich sag gleich, es kann passieren, dass wir ab und zu mal ein paar Zahlen durchsagen. Das klingt dann wie an der Supermarktkasse, dass wir dann durchrufen und das sind dann Leute, die gekickt werden. 15, 18 bitte. Einmal 37 plus 98er, danke. Was, ein Kick-Simulator oder was? Ja, das klingt wie an der Kasse. Kasse 3, 15, 48, Kasse 3. Was kosten die Kondome? Was fliegt denn da hinten? Was für ein geiler Monsterkonvoi, aber seht selbst alle 10 bis zum Ende. Boah, Alter, da fliegt gerade einer voll. Alter Schwede, nein! Nein! Boah, mega Crash, die ganze Autobahn ist voll. Oh, ich lieg auf der Seite. Wie gemein ist das denn? Ey, der eine fährt an der Wand. Was ist los? Da fährt einer an der Wand. Ich liege quer auf dem Boden. Super. Ey, die haben alle kaputt gemacht hier. Gegenverkehr und oh. Genießt die Szenen, jetzt geht's los bis zum Ende. Jetzt weg hier. Hier fliegen Autos vom Himmel. Leckt schon. Oh. Oh, krass. Sofort umgebracht. Alter Schwede. Ja, direkt erstmal gerammt. Was war das denn? Noch mal ein paar Szenen, wie voll es wirklich in Kiel war. Könnt ihr mir, warte mal, ich weiß nicht, ob ich rauskomme. Ich bin mir auch in den letzten Tagen schon mehrmals selbst begegnet. Alter, hier backt das noch mehr rum als auf der Autobahn. Da hatte mir dann sogar geschrieben,
ich sollte einen anderen Namen nehmen, sonst wird er mich melden, er ist der Echte. Nein! Nein! 41% Schaden. Die Szene möchte ich bitte im Video sehen. Alles im Kastentalk, alles im Kastentalk. Kein Problem. Scheiße. Ich hab jetzt hier eine. Okay, noch einer rammt mich. Noch einer, und zwar die 1394. 1394. Mr. Bird, okay. Bitte zum Abflug. Soll ich ausweichen? Ja, bitte mal weg etwas. Ich will das Ding an. Ich will das Ding bitte abliefern. Mal die 11. Upsa! 73 kicken, weil der drängt sich jetzt einfach hier vorbei. Ja, hier drängt sich auch einer rein. 17, 73, 11, 73 bitte mal. Ganz der drängt sich vor, der rammt sich gleich mal. Okay, Leute, ich kann meinen Auflieger leider nicht mehr ankuppeln, der ist auf der Doppelleitplanke gelandet. Guck mal, Rückflieger, guck mal, Rückflieger. Ah, schön! Hervorragend! Fliegen Sie wieder. Also, jetzt hat man auch mal was gesehen bei mir im Rückspiegel, sehr wunderbar. Danke für den Hinweis, der war im richtigen Moment. Bitte. ...2892 fährt gerade den Heini rein. Ist doch schön, fährt auch endlich mal einer dem Heini rein. Frenkel kommt, steht da jetzt gerade im Chat. Wartet mal kurz. Ah, ja! Schneesturm. Ich mache alles, was meine Zuschauer sagen. Wir haben einen Falschfahrer, 2164. Das hätte ich auch gerade gesagt, ja. Wie sieht's aus, Rock Talks? Können wir weiter? Ich fahr auch nur 30. Na, ich bin immer noch Connection, also weißt du, dieses Q ist voll reconnected 10 Sekunden. Okay, dann können wir natürlich ewig warten, ne? Oh, ein schöner Unfall links von mir, und zwar ein Frankenreiter. Das ist ja einer aus der Heimat wahrscheinlich, jetzt ist er weg. Was kann er niederlassen in Frankfurt? Nein. Darf ich auch? Also das Problem, was ich gerade hatte, wie ich gespawnt bin, ich bin in einem anderen Truck drin gespawnt, in zwei anderen. Ja, von mir spawnt einer. 5 Meter über dem Boden. Ihr seht das jetzt hier im Livestream, da geht gar nichts mehr. Ich kann auch nicht mehr irgendwie zurück. Es ist ein einziges Chaos. Ich bin in einem Knäuel von LKWs. Ich fühle mich hier in einem... Ich fühle mich in einem Albtraum. Ich finde, das ist der beste Moment, um auszusteigen. Ob wir das nochmal machen, müssen wir mal überlegen. Vielleicht können wir uns auch was überlegen, um das Ganze noch ein bisschen besser zu machen. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich bei allen, die teilgenommen haben, vor allen Dingen bei den ganzen Zuschauern, die mitgemacht haben. Und in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ein paar, was soll ich sagen? Ich sag mal zum Abschluss, Neid ist die höchste Form der Anerkennung. Danke dafür und ciao, ciao. Sie sind eine Frau und haben wie immer nichts anzuziehen. Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Frenkel-Frotzelt-Fanshop und dort gibt es auch Frenkel-Frotzelt-Shirts. Sie sind traurig, dass Sie nicht mit Harald Frenkel schlafen können. Das muss nicht sein, denn im Frenkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Frenkel-Frotzelt-Kissen. Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das muss nicht sein, denn im Frenkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Tassen. Kaufen Sie noch heute im Frenkel-Frotzelt-Fanshop, und zwar am besten für die ganze Familie und den Hamster.
Der Fränkel-Frotzel-Fanshop bringt ewige Glückseligkeit, ist geiler als jede Nymphomanin und macht sogar die Zähne weißer. Und wer mal nicht alle Taschen im Schrank hat, wird ebenfalls fündig. Der Fränkel-Frotzel-Fanshop. Einfach genial.